Liebeswirrwarr bei Rocco Stark. Und schon wieder hat er eine neue. Zumindest erzählt er uns das ganz stolz auf der Movie Meets Media in Hamburg. Ich habe jemanden kennengelernt, das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr nett, aber ich bin da ganz behutsam, wie ich daran. Ach so, das wissen wir doch schon längst, Rocco. Antonia heißt die Gute. Ja, Antonia finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Aber da muss ich sagen, ihr seid ja auf der falschen Fährte. Antonia ist eine sehr, sehr gute und nette Mitarbeiterin von mir. Wir haben sehr viel Spaß zusammen. Aber nicht die Dame meines Herzens, wie ihr vermutet. Mensch, Rocco, jetzt spann uns doch nicht noch länger auf die Folter. Wer ist denn nun deine aktuelle Herzensdame? Antonia ist es ja offensichtlich nicht. Naja, ich sag mal so, ich möchte es weder geheim halten, noch möchte ich es öffentlich machen. Also heute noch kein richtiges Liebesouting. Aber eines verrät er uns dann doch schon mal. Ich bin sehr glücklich. Na, das glauben wir dir bei diesem Strahlelächeln aufs Wort. Immer noch herrscht Fassungslosigkeit über Paul Walkers Tod. Auch seinem Vater steht der Schmerz noch ins Gesicht geschrieben, als er sich mit diesen rührenden Worten von seinem geliebten Sohn verabschiedet. I love you so much. You are both family guys. I'm sure you're looking down with other people that have left. Give your grandpa a big hug for me. I love you. Wie herzzerreißend. In Gedanken ist Pauls trauernder Vater aber auch bei Roger, dem Fahrer des Unfallwagens, und Pauls gutem Freund. God bless Roger's family. I know he had sons. I know just what a tragedy this time of year. I wish you the very best. Dem können wir uns nur anschließen. Halleluja! Silvi van der Vaart, ups, Entschuldigung, Silvi Mais heißt sie ja jetzt wieder, ist seit heute endlich geschieden. Na, das wurde ja auch Zeit. Nach den ständig neuen Schlagzeilen in diesem Jahr reicht es ja nun noch erst einmal, oder? Was sagen denn die Promis dazu? Naja, ich glaube, wir sind alle froh, wenn das van der Vaart-Thema endlich vorbei ist. Ich denke, dass es Zeit wurde, dass das jetzt läuft mit der Scheidung von Silvi van der Vaart und Raphael van der Vaart, weil einfach die Storys der letzten Monate schienen ja alle nicht darauf hinzudeuten, dass hier nochmal eine reelle Chance ist. Dann macht man besser einen Schnitt, lässt sich scheiden und kann sich vielleicht sogar künftig wieder als Freunde miteinander gut unterhalten. Na, ob mit der Scheidung wohl jetzt auch Schluss mit den Schlagzeilen rund um Silvi, Sabia und Raphael ist? Dieses van der Vaart-Thema ist halt das beste Klatschthema des Jahres. Und vor allem die liefern die immer wieder Neuigkeiten. Das ist ja wunderbar. Das wird sicherlich die nächsten 100 Jahre noch so weitergeben. Oh oh, na das sind ja schöne Aussichten. Figurdruck in Hollywood. Dünn, normal oder pummelig, das Geläster bleibt niemals aus, weiß auch Kristen Stewart. Mal ist sie angeblich zu dünn, jetzt wieder zu dick. Tja, ein hartes Pflaster dieses Hollywood. Doch Kristen lässt sich davon nicht beeindrucken, egal ob ein paar Kilo mehr oder weniger. Abseits des Red Carpets mag's die Schauspielerin gemütlich, finden wir total top.